Herzlich willkommen, ich begrüße Sie bei Sport 20. Der erste Tag beim Mehrkampf-Meeting in Götzis hat einen Weltrekord für Zehnkämpfer gebracht. Der Schweizer Simon Ehammer segelte im Weitsprung auf 8,45 Meter, so weit wie kein Zehnkämpfer je zuvor. Damit wird der 22-Jährige zu einem ernsthaften Konkurrenten für Olympiasieger Damian Warner, der in Götzis seinen 7. Meeting-Titel im Visier hat. Vor 3 Wochen ist Simon Ehammer auf 8,30 Meter gesegelt und hat Damian Warner die Weltbestmarke im Zehnkampf-Weitsprung entrissen. Heute reicht in Götzis ein Versuch für den Flug auf 8,45 Meter. Das ist zusätzlich zur historisch besten Weitsprungleistung sogar die in Punkten wertvollste Marke in allen 10 Disziplinen. Ich wusste ja, dass ich weitspringen kann, habe ich ja vor 3 Wochen schon gezeigt. Ich wusste, Götzis ist eine gute Anlage und wollte unbedingt das besser machen vom letzten Jahr. Und es war einfach von A bis Z ein genialer Sprung. Olympia- und Götzis-Seriensieger Damian Warner muss alle Kräfte aufbieten, um nach dem ersten Tag mit dem Schweizer Supertalent mitzuhalten. Er liegt nach 5 Bewerben 2 Punkte hinter Ehammer, hat aber den deutlich besseren 2. Tag. Es waren keine herausragenden Leistungen, aber alles solide und das bringt mich dorthin, wo ich sein will. Ich bin sehr zufrieden. Österreichs Götzis-Debütant Jan Mitsche liefert vor der beeindruckenden Zuschauerkulisse in Vorarlberg einige vielversprechende Leistungen ab. Hochsprung war ein bisschen unerwartet gut. Ja, mit der Fußverletzung waren die 94 doch auch schon stark. Wir haben dann nicht über 90 gerechnet. Im 7-Kampf der Frauen ist Chiara Belinda Schuler Österreichs einzige Vertreterin. Die 20-Jährige liegt bei ihrer Premiere in Götzis 27 Punkte über der eigenen Bestmarke. Ich freue mich auf jeden Fall schon voll auf morgen und glaube, dass dank der Zuschauer da noch einiges möglich ist. An der Spitze setzt sich nach dem ersten Tag die Polin Adriana Suwek fest. Die 23-jährige Hallen-Vize-Weltmeisterin besticht vor allem mit 1,92 Meter im Hochsprung und hält die stärker eingeschätzten Konkurrentinnen auf Distanz. Weltmeisterin Katrina Johnson-Thompson begräbt ihre Siegchancen schon früh mit einem schwachen Hochsprung. Suwek hofft auf weitere Bestleistungen und auf perfektes Wetter, um alles geben zu können. Morgen geht der Finaltag beim 47. Mehrkampf-Meeting in Götzis live ab 10.30 Uhr in ORF Sport Plus über die Bühne.